Um mit dem Scharfschützen von Level 19 auf die höchste Stufe 20 zu kommen, müssen wir in der Region Infinity, dort sind wir hier bereits, innerhalb von 60 Sekunden 10 Gegner töten, ohne entdeckt zu werden, zweimal 5 Kopfschüsse mit 5 Kugeln vollführen und einmal 2 Kopfschüsse aus mehr als 250 Metern innerhalb von 6 Sekunden schaffen, ja. Es sind noch Aufgaben, ja, man kann sagen, die sind eines Scharfschützen würdig. Wie weit sind die entfernt hier? 919, das ist viel zu nah. Ich glaube auch nicht, dass ich das hier mit dieser Waffe hier hinkriege, so unbedingt. Wie weit ist das? Das ist auch noch zu nah. Der hier ist... Selbst das ist noch zu nah. Vielleicht muss ich mir auch ein anderes Visier drauf montieren. Wobei, eigentlich geht das so von der Distanz her, ne? Hier sind leider ein Haufen Bäume. Ich denke, 250 Meter Kills, die werde ich am Flughafen machen. Der liegt in diese Richtung. So. Aber dann am Schluss töten sie 10 Gegner in weniger als 60 Sekunden. Gibt es hier 10 Gegner? Einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, wo ist der 10.? Da läuft einer. Ich glaube, das war er auch. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Ohne entdeckt zu werden, sollte kein so großes Problem sein. Die 60 Sekunden machen mir allerdings ein paar Sorgen. Das ist nämlich nicht lang. Ist egal mit welcher Waffe, ne? Ja. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Ah, shit, entdeckt worden. Mist. Nein. Ja, immerhin haben wir schon einmal. Oh Gott, das wird nichts mehr. Tja, da hat die Tarnung leider im falschen Moment versagt. Oder ich, ne, wie man es nimmt. Aber ich glaube, der Ort ist ganz gut dafür. Muss das Ganze nur etwas klüger angehen. Die weiß ich allerdings noch nicht. Ja, besser halt, ne? Ohne entdeckt zu werden. Eins. Zwei. Ah, shit. Na toll, das war's wieder. Kein Kontakt! Sie ist hier drüben! Sag mal. Kontakt, Kontakt. Komm, töte mich. Töte mich. Ja, danke schön. Das ist einfach der schnellste Reset, den es gibt. Den eigenen Tod. Und ja, es gibt keine Kameraden, die mich wiederbeleben können. Die habe ich in der letzten oder vorletzten Folge. Ich glaube, in der letzten.
deaktiviert, weil die mir immer wieder dazwischen gefunkt haben. Eins, ist da jemand? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, einer ist tot. Sieben, wir haben Gesellschaft. Acht, wir sind nicht allein. Bleib wachsam. Neun, zehn, nice. Geschafft. Das war richtig, richtig, richtig gut. Fehlen mir nur noch die zwei 250 Meter Kills und dann haben wir's. Edi Clown, ab geht's. Hui, und Tschüsschen. Küsschen aufs Nüsschen. So, am besten gehen wir den Hafen hier von der anderen Seite an. Es müssen zwei Kopfschüsse sein, ne? Ja. Huch. What the fuck? Ja, cool, schöne Aussicht und so, ne? Aber, das war jetzt irgendwie uncool. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Hm. Es ist Bugpoint, Da hinten käme ich hoch. Da steht der Heli und da bin ich ausgestiegen. Cool, ne? Aber da geht's nirgends hoch, ne? Nee. Das heißt, ich muss da hinten rüber. Auf geht's. Dann eben einen kleinen Umweg. Hab schon gar keine Lust mehr. Ah, wie ätzend. Du kannst übrigens noch auf dem Community-Tab immer noch abstimmen, mit welcher Klasse ich, ja, welche Klasse als nächstes drankommt. In diesem Klassen-Level-Let's Play-Gedöns, ja. Ist ja halb Let's Play, halb Tutorial, irgendwie sowas, ne? Ein ungeschnittenes Tutorial, kann man sagen. Da kannst du noch abstimmen. Diesen Freitag kommt das neue Video. Komm ich jetzt nicht hier raus, oder was? Komm hier nicht raus. Ich werde wahnsinnig. Na toll. Ah, doch, jetzt. Ja, diesen Freitag kommt noch keine neue Folge, sondern am Freitag kommt entweder gar kein Video. Diese Möglichkeit gibt es auch immer. Oder es kommt ein etwas anderes Video. Sowas wie, ja, ein Tutorial, News oder, na gut, News gibt es keine, leider. Halt etwas, was kein Let's Play ist. Also übermorgen kommt auf jeden Fall noch ein anderes Video und dann kommt... Und dann kommt am nächsten Mittwoch, nächste Woche Mittwoch, kommt dann die erste Folge der neuen Klasse. So, schauen wir mal.
Wo haben wir hier den Gegner? Haben wir da einen? Nein, natürlich nicht. Da drin? Da drin ist einer. Zwei sind da drin sogar. Deswegen, ich sehe die von der also aus der Distanz nicht. Warum laufen hier so wenig Gegner rum? Da sind die Markierung ist so weit weg, die sehe ich gar nicht mehr. Die Markierung an sich sehe ich aber. Gut, muss ich nur mal testen. Ist zu weit weg? Einfach zu weit weg. Das sind 205 Meter, okay. So, das sind 300 Meter jetzt. Machen wir es uns nicht schwieriger, als es sowieso schon ist. Drin rum. Das ist der eine. Ich hoffe halt einfach, dass der mich nicht entdeckt. Und der andere, der da drin rum patrouilliert. Oder der Geschützturm da. Oder der Gegner, der da hinten drin rumläuft. Wenn er gerade rausgegangen ist. Oder am rausgehen ist. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Da ist das immer noch eine Zweierpatrouille, den ich da markiert. Ne, die da. Da ist eine Zweierpatrouille. Muss ich schnell Distanz gewinnen. Oh nee, jetzt gehen die quer. Mann. Und da hinten ist natürlich eine ein Dingens, dann eine Kiste. Zwei Kopfschüsse. Nein! Nein! Wie gemein. Das war ein Satz mit X. Der eine war ein Kopfschuss und der andere ist aber so schnell abgehauen. Vielleicht hätte ich so einen Schalldämpfer wegmachen.
Tja, das war einfach gar nichts. Das war wirklich einfach gar nichts. Kann man ganz einfach so sagen. Das müssen wir nochmal machen. Gibt es irgendwo ein Biwak? Hier ist das Biwak, ne? Dann gehen wir einfach hin, fliegen zu dem Biwak, wechseln zur... Oder mal gerade kurz gucken hier. Mitten im Gefecht. Kann ich hier das... Nein, das Visier geht hier gar nicht drauf. Das mit der 15-fachen Vergrößerung. Dann nehme ich mir die Tech 50, die Tech 50. Oh wei. So, aber wir sind am Biwak. Also irgendwie haben sich die Flugzeuge bei Wildlands um einiges besser geflogen. Hat viel mehr Spaß gemacht. Aber egal jetzt. So. Waffenwechsel. Tack, 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 tack. Da ist er. Gut, ja, Farbe ist ja jetzt erstmal wurscht. Denn ich glaube, mit diesem Visier geht das auf die Distanz einiges besser. Ich wollte gerade sagen, warum ist der Flieger wieder ganz? Das Visier hat nämlich einiges mehr drauf. Moment mal, das ist wirklich wieder ganz, oder? Nee, der eine Flügel ist trotzdem kaputt. Hm? Ist ja so, ne? Ja. Wieder mit dem Bullet Drop klarkommen. Oh ja, komm, mir geht die Farbe echt nicht ab. Komm. Farbe. Was machen wir denn? Normal schwarz, ne? Oder die hier? Nee. Bäh. Komm. Schwarz, komm. Wo ist er? Da. Schwarz. So. Dankeschön. Es hat leider nicht nur Töten, sondern halt wirklich Kopfschüsse. Gut, das waren Kopfschüsse, aber halt viel zu nah. Soweit ich weiß, auch nur 5 Schuss, ne? Okay, das sind noch definitiv mehr als 5 Schuss. Ein großes Magazin drin. Ja, habe ich. Also 10 Schuss. So, der Hafen ist dort drüben. Also Flughafen meine ich. Aus dem Weg. Meint ihr, das funktioniert, was ich hier vorhab? Ich komme halt nicht aufs Gelände. Das ist halt doof. Kann ich da durch den Zaun fahren? Geht das? Ah, komm schon! Jawohl!
einfach nach hinten durchfahren. Mich verstecken, bis die alle sich beruhigt haben und dann... Ist natürlich auch gut, wenn man gar nicht entdeckt wird, ne? Lol. Da hinten stehen auch zwei Gegner. Hupala. Das sind auch zwei Gegner. Die kann ich mir auch mal zu Gemüte führen. Lauter Hasen auf der Startbahn. So. Bäm, und damit sind wir auf Level 20. Nice, wir haben es geschafft. Der Scharfschütze ist fertig. Yes. Nicht vergessen, im Community-Tab abzustimmen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.